Ja, erste Regel, das Analyseobjekt muss eine konstruktive Lösung darstellen, so ähnlich wie bei der System-FMEA. Ich muss erstmal ein Bild haben, was ist eine konstruktive Lösung? Was ist die Aufgabe des Konstrukteurs? Das mache ich mal mit dem P-Diagramm. Der Konstrukteur muss letztendlich die Funktion verstehen, die das System erfüllen soll. Die Funktion kann ich gut verstehen, wenn ich definiere, was geht rein, was kommt raus. Nehmen wir als Beispiel meinen Kugelschreiber. Und ich muss Scoping erledigen. Wenn ich also sage, ich habe einen Kugelschreiber, den soll ich konstruieren, muss ich Scoping machen. Die Grenze ist die Grenze zu meiner Hand. Ich will also nicht meine Hand konstruieren, sondern den Kugelschreiber. Die Systemseite, dazu benötige ich das Papier. Also da geht Bewegung rein, Bewegung. Und was geht da raus? Ein Schriftbild, irgendwas Geschriebenes auf Papier. Die Funktion ist also, ich wandle Bewegung einer Hand, die ich einleite, in ein Schriftbild. Dazu brauche ich auf der Systemseite natürlich Papier. Das heißt, ich habe die Funktion begriffen, Funktion 1 begriffen. Es gibt hier Noise-Faktoren, Stress-Faktoren, auf die will ich jetzt nicht stärker eingehen. Und der Konstrukteur hat Lenkungsfaktoren. Das sind die Variablen seiner Produktentwicklung. Das ist der Durchmesser der Kugel, das ist die Materialproperties oder was auch immer. All das, was der Konstrukteur auf einer Zeichnung festlegt, sind seine Variablen. Er hat die Funktion verstanden, er hat eine konstruktive Lösung, er transferiert das in eine Zeichnung, er identifiziert die dazu relevanten Merkmale, er spezifiziert die Merkmale und er toleriert sie. Das ist die Aufgabe des Konstrukteurs. Das ist so wie Waldi, der hat immer über Fußball gesprochen, aber nie Fußball gespielt. Ich war nie Konstrukteur. Jetzt sagen, was ist eine FMEA? Eine Konstruktions-FMEA. Auf Systemseite habe ich ein Doku-System. Das Doku-System wird gebildet durch ein Papier, Paper und einen Kugelschreiber. Kugelschreiber, Ballpen. Der Kugelschreiber besitzt eine Mine, eine Cartridge. Die Mine besitzt eine Kugel, ein Gehäuse, Farbpaste. Das wäre jetzt die Systemabgrenzung. Scoping wäre, das soll unsere Konstruktions-FMEA werden. Die Funktion habe ich aus dem P-Diagramm. Was macht der Kugelschreiber? Er wandelt Bewegung, Wandeln von Bewegung in ein Schriftbild. Und Sie kennen unsere Fragestellungen. Wenn ich nach links frage, wozu muss er das machen? Um etwas zu dokumentieren, zusammen mit dem Papier. Wenn ich nach rechts frage, lautet die Frage, wie? Dadurch, dass die Mine Farbe speichert. Wie? Die Kugel beispielsweise. Welchen Beitrag hat die Kugel, damit Farbe gespeichert werden kann? Das ist schwer, das funktional auszudrücken. Es ist viel glücklicher zu sagen, welche Produktmerkmale muss die Kugel mitbringen. Beispielsweise den Außendurchmesser. Kugel, Außendurchmesser. Jetzt stimmt es. Wie gelingt es mir, in der Konstruktion sicherzustellen, dass die Mine Farbe speichert? Ich muss den Außendurchmesser richtig auslegen. Dritter Schritt, die Fehleranalyse. Außendurchmesser ist zu klein ausgelegt. Die Farbe wird nicht gespeichert, ich habe eine Leckage und ich schaffe nicht das Schriftbild. Jetzt kommt was Hochinteressantes, politisch nicht zu übertragen. Rechts die Ursachen, links die Folgen. So ist das immer in der Konstruktions-FMEA. Politisch kriegen Sie das nicht voneinander. Also in der Konstruktions-FMEA gilt die Regel: rechts in der Tiefe des Systems finden wir immer die Ursachen, tendenziell die falsche Auslegung von Produktmerkmalen. In der Mitte finden wir den Fehler im Fokus. Wir haben eine Leckage und die Folge, wir schreiben nicht ordentlich oder wir erreichen, und das ist noch ziemlich tricky, nicht die Anforderungen. Das ist besonders tricky in der Konstruktions-FMEA, eine Empfehlung, verwechseln Sie niemals Funktionen und Anforderungen. Schriftbild erzeugen ist eine Funktion, 2 Kilometer Schreibleistung ist eine Anforderung. Also das ist eine Empfehlung, worauf Sie unbedingt achten sollten, dass das nicht verwechselt wird. Sie kontaminieren sonst die Konstruktions-FMEA mit Anforderungen, beispielsweise Korrosionsfreiheit. Das führt dazu, dass Sie hunderte von Zeilen produzieren. Das System könnte rosten und dann 100-mal oder 500-mal die gleiche Maßnahme kopieren mit einer tollen Software.
Salzsprühnebeltest.